Hi, schön, dass du da bist. In diesem Video möchte ich dir eine Stellschraube zum Thema der Intonation in der Höhe verraten. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Stellschrauben und die verrate ich dir auch ganz gerne und zwar in meinen Kursen. Da schaust du einfach mal in der Infobox, wenn du Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten, findest du dort alle Infos, die du brauchst. Die Stellschraube, von der ich heute sprechen möchte, ist die Luftgeschwindigkeit. Je schneller die Luft, desto höher der Ton. Ganz oft ist es so, dass wir in der Höhe zu tief sind, gerade am Anfang. Und das liegt daran, dass wir genauso reinspielen, wie wenn wir tief spielen würden. Nämlich mit einer relativ langsamen Luft. Und dann kommt der Ton auch zu tief raus. So, was können wir jetzt machen, um die Luftgeschwindigkeit zu beeinflussen? Wir können den Mundraum verkleinern. Denn je kleiner der Mundraum ist, desto schneller die Luft und desto höher der Ton. Und das kannst du jetzt einfach mal ausprobieren, indem du pfeifst. Und dabei die Tonhöhe veränderst. Und dann beobachte mal, was passiert in deinem Mundraum, wenn du das machst. Ich erzähle dir, was bei mir passiert. Ich hebe die Zunge und ich senke sie wieder. So, das heißt, wenn ich die Zungenposition verändere, verändere ich die Luftgeschwindigkeit und damit die Tonhöhe. Und das gilt natürlich auch auf der Klarinette. Wie kann ich das jetzt machen oder wie kann ich das dann umsetzen, indem du Vokale benutzt? Wenn du jetzt, beobachte mal, wenn du jetzt ein A sprichst, A, dann hast du den ganzen Mundraum zur Verfügung, weil die Zunge liegt flach im Mund drinne beim A. Wenn ich jetzt aber I sage, I, dann verkleinert sich der Mundraum, indem sich die Seiten der Zunge ein bisschen heben und hinten die Zunge einen leichten Buckel macht. Und so kannst du das mit verschiedenen Vokalen ausprobieren. A, E, I, O, U, Ü. Und dann mal gucken, wie verändert sich der Mundraum, wenn du diese Vokale sprichst. Und der nächste Step ist natürlich, das dann auf der Klarinette zu übertragen. Nimm dir einfach einen Ton und dazu ein Stimmgerät und beobachte einfach mal, was passiert, wenn du verschiedene Vokale benutzt. Und was passiert, wenn der Mundraum klein ist und wenn der Mundraum groß ist. Dieses Prinzip verwende ich übrigens in meinem Glissando-Video. Wenn du also Glissando lernen möchtest, dann schau einfach mal in das Glissando-Video rein. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Experimentieren und Ausprobieren, was es bei dir macht und was es bei dir auf der Klarinette bewirkt und bezüglich deiner Intonation. Gerne schreib es auch in die Kommentare. Und natürlich freue ich mich, wenn ich dich irgendwann mal in einem meiner Kurse begrüßen darf. In diesem Sinne, viel Spaß beim Üben!